Ribidi-Rip, Pikachu. So, meine Freunde, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer frischen Episode eines neuen Let's Plays, nämlich Pokémon Feuergrüne Edition. Müsst schon wieder die Alzheimer. Wie war nochmal dein Name? Wir nennen uns natürlich Regis. Ja klar, es muss... Was? Keine Großschreibung? Hallo? Hallo? Nein. Nein. Es gibt keine Großschreibung, das ist unglaublich. Egal, dann heißen wir halt Retschi. Na und? Hier, ein Fernsehfaul, das radioaktiv. Oh mein Gott, dieser... Lieber Fernsehfaul als radioaktiv. Leute, das ist es. Die Message des Tages, made my day, Leute. Merkt euch das. Lebensweisheit Nummer 1. So, ich glaube, ich bin gleich tot. Oh, diese Reflexe, Leute. Man nennt mich nicht umsonst den Reflex... Den Reflexboy aus Istanbul. Der Reflexmeister aus Istanbul. Nein, ich bin der Reflexkönig aus vom Bosporus. Das bin ich! Oh mein Gott, okay. Eventuell bin ich das auch nicht. Mann, ich will die Schneepika. Warum bleibt das nicht drin? Bleib! Nein! Boah, da fehlt teilweise echt manchmal die Bestätigung. Das ist zum Kotzen. Ich rege mich nicht auf. Ich will diese Schneepika. Wenn ihr meinen Blick gerade sehen könntet, Leute, dann... Blicke können töten. Nicht, wo was reinkommt, das Golbat. Da gehe ich mal raus. Nee, stopp, kann ich gar nicht. Fuck! Ich muss drin bleiben. Hä? Was mache ich jetzt? Ist das ein Bug? Hallo? Komme ich da jetzt noch irgendwie raus? Hallo? Ist das gerade ein Bug, den ich erwischt habe? Das wird mich schon sehr aufregen. Hallo? Kann ich da noch... Komme ich da jetzt raus? Nein. Tauscht geht nicht, das ist schon drin. Komm nicht. Ich komme da nicht raus, Leute. Ich glaube, ich habe hier gerade offiziell einen Bug erwischt. Nochmal? Was? Was ist das denn? Da habe ich ja gerade echt einen Bug erwischt. Komme ich da noch irgendwie raus? Ich weiß es nicht. Das ist sehr nervig gerade. Entschuldige, meine Großmutter. Sie scheint nie aus der Pubertät gekommen zu sein. Sag mal, was erinnert dich an diese Säule? An einen Felsen? Felsen, nennt ihr das also heute? Die Jugend hat immer so schöne Umschreibungen dafür. Na, du weißt schon. Zeremonienstab und so. Ich weiß echt nicht, was sie meinen. Aber natürlich nicht. Ja, das ist, glaube ich, eine echt hängengebliebene Oma. Pff. Mich erinnert die Säule aber ehrlich gesagt auch an einen richtig großen Phallos. Ja, da haben sie total recht. Ich habe mein Flammli ein wenig getuned. Okay, er hat sein Flammli also getuned. Wie kann man sich ein getunedes Flammli vorstellen? Wow! Das Ding ist auf Stoff! Boah! 100% Anabolika, ganz klar. Ich bin so stolz, Team Chocolate hat mich so eben aufgenommen. Schutz wirklich mehr. In dieser Organisation zu sein, ist viel spannender, als die Top 4 herauszufordern. Hat sich gerade dieses Schutz wirklich mehr reingebackt in den Textscreen? Ich glaube schon, egal. Ach was, alle Menschen sind bestechlich. Das sagt auch schon die Biene zur Wespe. Bestechlich, Leute. Stechlich, versteht ihr? Stechlich. Boah. Das Niveau. Pff. Wisst ihr, was das Lustige wäre, wenn dann rauskommt? Du wusst hier gar nicht lang. Ich glaube, ich würde dann zu viel kriegen. Ich würde dann, glaube ich, ey, tatsächlich die Kotze kriegen. Aber ich denke jetzt gerade positiv. Mount Casimir-Gipfel, we are coming. Erst wenn die Zeit gekommen ist, was das so zu bedeuten hat. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, geht die Video nach oben hoch. Würde mich sehr freuen, Support. Ansonsten haut rein, was gut. Leitschuh hoch, dick. Und ciao. Euer nicht aggressiver Regie.